Wir machen jetzt bei Thorstein und Gunhilda weiter. Neues Leben, neue Lande, 885 York, angelsächsisches Britannien. 14 Jahre sind vergangen für Thorstein und Gunhilda, die jetzt reiche Händler in der blühenden Stadt Eorforwich sind, wo Wikinger und Angelsachsen regen Handel treiben, beginnt ein eigentlich perfekter Tag. Thorstein und Gunhilda haben sich einen Namen gemacht und ein komfortables Leben in Koparigata. Trück, ihr ehemaliger Thrall, soll eine angelsächsische Frau heiraten, eine Verbindung, die die Gemüter auf beiden Seiten erhitzt. York. Der Himmel sollte diesen Nachmittag klar bleiben. Angelsächsisches Britannien. Sehr schade, dass sie nicht bei Morgengrauen geheiratet haben. Das Licht bringt die Schönheit hervor. Ist sie jemand, den ich kenne? Du kannst sie das nächste Mal grüßen, wenn du einen Spiegel erblickst. Sei unbesorgt. Ich werde viel Zeit für Schönheit haben, während ich Edgüd bei den Vorbereitungen helfe. Du solltest Trück nicht so lange allein arbeiten lassen, sonst kann er in einem wichtigen Moment seine ehelichen Pflichten nicht erfüllen. Ich muss einige Zeit im Laden verbringen. Und dann ist da die Sache mit deinem Geschenk. Das bestgehütete Geheimnis in 20 Jahren Ehe. Ich bin beeindruckt, dass du deine Zunge im Zaum halten konntest. Du überraschst mich jeden Tag. Ich dachte, es wäre an der Zeit, zumindest einmal den Gefallen zu erwidern. Das hast du bereits. Ich war vielleicht ungehalten, als du mich geweckt hast, aber der Sonnenaufgang war besonders schön. Morgen dann ebenso? Lass uns erst einmal heute überstehen. Neues Leben, neue Lande. Jorvik, boom, nach der Eroberung. Nachdem die Skandinavier, das heutige York, 866 erobert und sich dort niedergelassen hatten, hat die Stadt archäologischen Funden zufolge eine Zeit des massiven Wandels durchgemacht, eine regelrechte Blütezeit. Vor seiner Eroberung war York bei den Angelsachsen als Eorforwich bekannt und bestand aus vereinzelten Gebäuden. Nach der Eroberung durch die Wikinger, so legen es archäologische Untersuchungen nahe, errichteten diese in einer sehr viel strukturierteren und organisierteren Form zahlreiche neue Häuser und nannten die Stadt Jorvik. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es etwa zu der Zeit, als sich die Wikinger auf beiden Seiten der Use niederließen, zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerungszahl kam. Diese Funde scheinen die Entwicklung von York zu einem städtischen Zentrum in dieser Epoche zu belegen. Der Helm, der hier zu sehen ist, gehört zu den Hinterlassenschaften der damaligen Bewohner Yorks und er erinnert daran, dass selbst in Zeiten von Wachstum und Wohlstand der Krieg ein ständiger Begleiter im alltäglichen Leben war. Der Koparigata-Markt. Die Stadt Jorvik, das heutige York, war ein großes internationales Handelszentrum, das seinen Erfolg teilweise dem blühenden Handwerkermarkt verdankte. Das Koparigata-Viertel, heute Coppergate, war ein lebendiger Ort der Kultur, der Handwerkskunst und des Handels. Wer damals den Koparigata-Markt besuchte, konnte Waren und Schätze aus allen Ecken der Welt entdecken. Außerdem fanden sich dort Handwerkerinnen und Handwerker jeglicher Art. Töpfereien, Webereien, Silberschmieden, Eisenschmieden, Lederwerkstätten, Glaswerkstätten, Kammmacher, Verarbeitung von Holz, Horn, Geweihen, Stein, Knochen und vielem, vielem mehr. Dieses eiserne Schloss und diese Lederschuhe sind nur einige der vielen Dinge, die es hier zu kaufen gab. Außerdem wurden hier vermutlich auch versklavte Menschen zum Verkauf angeboten, denn Sklaverei spielte eine große Rolle in den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Nordleute wie auch der Angelsachsen.
Anglo-skandinavische Mode. York war ein Zentrum des nordischen Handels. Hier tauschten Angelsachsen und Nordleute nicht nur Waren aus, sondern auch Kultur, Stil und Mode. Wolle war bei beiden Bevölkerungsgruppen das meistverwendete Material, gefolgt von Leinen. Außerdem gab es Kleidungsstücke aus oder mit Seide, die von weit her aus dem nahen oder fernen Osten ins angelsächsische Britannien gebracht worden war. Der angelsächsische und der skandinavische Modestil unterschieden sich. In Skandinavien waren gefärbte Stoffe beliebter als im angelsächsischen Raum. Die nordische Kleidung war heller und farbenfroher. Die Fusion von angelsächsischem und nordischem Modestil lässt sich anhand von Broschen und Fibeln, die vor allem von Frauen getragen wurden, nachverfolgen. Als die Nordleute auf den britischen Inseln ankamen, ließen sich die skandinavischen Fibeln leicht von den angelsächsischen unterscheiden. Sie unterschieden sich in Größe, Form und Dekoration und der Art der Befestigung. Aber je mehr sich die beiden Kulturen im Laufe der Zeit annäherten, desto ähnlicher wurden auch die Modestile und die Broschen und Fibeln. Die filigrane Pitney-Fibel, die hier zu sehen ist, ist ein hervorragendes Beispiel für anglo-skandinavische Handwerkskunst. Jofarvik, das heutige York, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die angelsächsische und die nordische Kultur nach und nach verschmolzen sind. Mehrere Häfen und enge Straßen voller fremdländischer Waren lockten das ganze Jahr über Händler aus der ganzen Welt an. Um diesen geschäftigen Ort einzufangen, haben sich die Entwickler an der Coppergate, Copperigata, einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, orientiert. In der früher als Cup Street bekannten Straße drehte sich alles um den Verkauf von handgemachten Bechern und Töpfen. Sie wurde als Referenz für die ganze Stadt verwendet. Mit seinen kleinen Holzhäusern und den dicht gedrängten Marktständen bildet Jofarvik einen starken Kontrast zu den steinernen angelsächsischen Städten. Sprechen Sie Wikingisch? Die Skandinavier haben tiefe Spuren in der angelsächsischen Welt hinterlassen. Noch heute kann man ihren Einfluss auf die englische Sprache spüren. Das altnordische Vokabular ist tief in der heute gesprochenen englischen Sprache verwurzelt. Beispielsweise enden viele Städtenamen auf by, das altnordische Wort für Dorf. Das englische Wort plog, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, für pflügen, kommt vom altnordischen plogger. Und das Wort kit, Kind, ist mit dem altnordischen Wort für junge Ziege verwandt. Heute bezeichnet es sowohl junge Ziegen als auch junge Menschen. Dies sind nur einige von vielen Beispielen für Wörter der Wikinger, die bis heute Teil des englischen Wortschatzes sind.
Die römische Festung. Die Feste Eboracum wurde im Jahr 71 unserer Zeit von den Römern zum Schutz ihrer Kolonie Britannia als Soldatenunterkunft errichtet. 8 Jahrhunderte später war die Festung bereits so stark zerfallen, dass die Wikinger die Stadt mit Leichtigkeit einnehmen konnten. Nachdem die Wikinger die Stadt erobert und in Jorvik umbenannt hatten, errichteten sie neue Befestigungen um die alte römische Feste herum, deren vieleckiger Turm hier abgebildet ist. Die unteren Teile sind noch römischen Ursprungs, während die oberen Abschnitte aus dem späten Mittelalter stammen. Irgendwann wurden die östlichen und südlichen Mauern der Festung eingerissen, um die vor der Stadt neu entstandenen Siedlungen einzugemeinden. Das heutige York dehnte sich immer weiter aus und war bald größer als die berühmten skandinavischen Handelszentren Hedeby in Dänemark und Birka in Schweden. Die Stadt York. Die Stadt York hat im Laufe der Geschichte verschiedene Namen. Die Römer nannten sie Eboracum, die Angelsachsen nannten sie Erforvik. Nachdem das große heidnische Heer die Stadt im Jahr 866 eingenommen hatte, gaben die Wikinger ihr einen neuen Namen, Jorvik. Nach der Eroberung der Stadt durch die Wikinger wuchsen der Landbesitz, die Bevölkerung und der Reichtum von York, hier in einem Screenshot aus Assassin's Creed Valhalla zu sehen, rasant an. Die Stadt wurde zu einem Zentrum des Handels, der Politik und der gesellschaftlichen Macht. Obwohl es von einem sogenannten heidnischen Heer erobert worden war, blieb York weiterhin ein wichtiger Ort für die angelsächsischen Christen. Als Handelszentrum und zentraler Ort des kulturellen Austausches war York eins von nur zwei Erzbistümern in den angelsächsischen Gebieten. Dem Erzbischof von York unterstanden somit alle Diözesen und alle gläubigen Christen im Norden Britanniens, obwohl er seinen Sitz in einer heidnischen Stadt hatte. Ortsnamen. Als sich die Nordleute in der Region niederließen, die später als Danelag bekannt wurde, gaben sie den Orten, die sie besiedelten oder eroberten, neue Namen. Damit stellten sie für sich selbst aber auch nach außen hin ihre Besitzansprüche klar. Diese Karte zeigt eine Auswahl von Orten im angelsächsischen Britannien, deren Namen einen altnordischen Ursprung haben. Die Nordleute waren dabei nicht die einzigen, die Orte in ihrer Umgebung umbenannten. Schon vor der Ankunft der Wikinger hatte die angelsächsische Bevölkerung den Städten und Dörfern eigene Namen gegeben und diese Tradition wurde auch lange danach noch fortgeführt. Beispielsweise wurde die römische Stadt Eboracum von den Angelsachsen Erforvik genannt, von den Wikingern in Jorvik umgetauft und bis heute ist sie als York bekannt. Bye.
for Fort Marion. Why you pay extra? Was heißt denn Vic? Die Stadt, die heute York heißt, war im Laufe der Geschichte schon unter vielen Namen bekannt. Die Angelsachsen nannten sie Erforvik, die Skandinavier, die sie eroberten, nannten sie Jorvik. Beide Namen geben einen Hinweis auf die Geschichte der Stadt. Das Wort Vik, inklusive diverser anderer Schreibweisen, bezeichnete einen Handelsplatz, an dem Wagen, wie diese hier wahrscheinlich zum Wiegen von Silber, eingesetzt wurden. Auf einer historischen Karte von Nord- und Westeuropa sind viele Namen von Städten zu sehen, die diesen Wortteil als Endung haben und vermutlich ähnlich wie Jorvik regionale Handelszentren waren. Es gibt auch die Theorie, dass das Vik in Wikinger denselben Ursprung hat. Inger heißt etwa zugehörig zu und somit wären die Wikinger diejenigen, die dem Handelszentrum zugehörig sind. Möglicherweise heißen die Wikinger also so, weil sie zwischen Handelszentren reisten von Vik zu Vik. Im Altnordischen heißt Vik außerdem Bucht, was eine andere mögliche Herkunft des Wortes Wikinger ist. Sklaverei spielte eine große Rolle in den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Mittelalters, sowohl auf angelsächsischer als auch auf skandinavischer Seite. Versklavte Menschen in der Wikingerzeit haben Ketten, Halsringe und Fesseln wie diese hier getragen, die in Irland gefunden wurden. Skandinavische Siedler brachten wahrscheinlich viele versklavte Thrall mit in die angelsächsischen Königreiche und bei ihren Eroberungen werden sie höchstwahrscheinlich noch mehr Menschen versklavt haben. Sklaverei war in den angelsächsischen Territorien allerdings auch nichts Neues, denn obwohl sich der christliche Glaube in der Theorie gegen Sklaverei aussprach, war sie auch in den angelsächsischen Gesellschaften weit verbreitet. Die skandinavischen Siedler könnten beispielsweise auch Sklaven von den Angelsachsen gekauft haben. Sowohl Nordleute als auch Angelsachsen zwangen versklavte Menschen zur Arbeit, unter anderem in der Landwirtschaft und beim Bau von Gebäuden. Die versklavten oder unfreien Menschen hatten zwar keine Rechte, aber möglicherweise war es einigen von ihnen möglich, genug Geld zu sparen, um sich ihre Freiheit zu erkaufen. Die Münzprägestätte von Jorvik. In York gab es die erste Münzprägestätte, also einen Herstellungsort für Münzen nördlich des Flusses Humber. Sie war nicht nur ein Zeichen für die florierende Wirtschaft der Stadt, sondern stärkte auch ihre soziale und politische Macht. Ein paar Jahrzehnte nachdem Erforvik von den Wikingern erobert worden war und den Namen Jorvik erhalten hatte, begannen Wikinger Könige und Erzbischöfe mit der Herstellung eigener Münzen. Dafür wurden Prägestempel wie diese hier eingesetzt, von denen manche sowohl christliche als auch heidnische Symbole trugen. Das deutet darauf hin, dass die beiden Religionen nach und nach immer mehr miteinander verschmolzen.
ein heidnisches Heer? Die Funktionäre der angelsächsischen Kirche hielten die Nordleute für durch und durch heidnisch. Sie nannten sie sogar das große heidnische Heer, dabei könnten in diesem Heer von Heiden auch einige Christen gewesen sein. Um mit Christen Handel zu treiben oder die Karriereleitern zu politischer und sozialer Macht zu erklimmen, mussten viele heidnische Siedler selbst zu Christen werden. Man glaubte, dass der Wechsel zum Christentum sowohl das Leben auf Erden als auch das im Jenseits beeinflussen könnte. Aus Angst vor der ewigen Verdammnis wandten sich viele sogar noch auf dem Todesbett dem christlichen Glauben zu. Eine ähnliche Entscheidung mag auch dieser Mann getroffen haben, an dessen letzter Ruhestätte sich sowohl ein Hockback-Grabstein als auch ein behauener Grabstein mit einer Hand am Kreuze befanden. Der Übergang zum Christentum. Im Lauf der Zeit konvertierten immer mehr Nordleute zum Christentum. Für diesen Wechsel gab es vielerlei Gründe. Wulfhere, der Erzbischof von York, hatte diese Stückermünze hier in Auftrag gegeben und war darauf bedacht, neue Mitglieder für seine Kirche anzuwerben. Durch seine Bemühungen und die seines Klerus wurden viele heidnische Siedler zu Christen. Auch Mitglieder der religiösen und weltlichen Elite halfen dabei, die Siedler zu bekehren. Mächtige Angelsachsen kamen mit mächtigen Skandinaviern in Berührung, wodurch die Gelegenheit entstand, den heidnischen Anführern die christlichen Lehren näher zu bringen. Die Siedler kamen aus den verschiedenen Regionen und es ist durchaus denkbar, dass einige von ihnen bereits zuvor mit der christlichen Religion in Berührung gekommen waren. Diese Vertrautheit könnte auch die Bereitschaft erhöht haben, zum Christentum zu konvertieren. Die Welt zu Gast in Jorvik. Im frühen Mittelalter verlagerte sich das Zentrum des europäischen Handels vom Mittelmeer in die Meere des Nordens. Durch diesen Umstand gelangten Güter und Reichtümer aus aller Welt in die mittlerweile skandinavische Stadt York. Die Waren, die in York gehandelt wurden, stammten teilweise aus Ostasien. Wer dort siedelte, konnte fremdländische Produkte wie Gewürze, Zimt, Pfeffer, Seide oder wie hier zu sehen Karneolperlen aus Indien erwerben. Die Nordleute stellten gerne ihren Reichtum zur Schau. Das Tragen seidener Kleidungsstücke oder Kopfbedeckungen war eine Möglichkeit, allen zu zeigen, wie reich man war. Ja.
Steinskulpturen. Viele Völker haben Steine bearbeitet, um ihrer Religiosität Ausdruck zu verleihen oder einzelne Personen und Ereignisse zu feiern. Diese atemberaubenden Kunstwerke lassen gleichzeitig aber auch Rückschlüsse auf das Leben ihrer Erschaffer zu. Bisher sind etwa 400 anglo-skandinavische Steinskulpturen bekannt, die zwischen 876 und 1066 errichtet wurden. Die zunehmende Zahl neuer Skulpturen in diesem Zeitraum legt die Vermutung nahe, dass die Bevölkerung in der Region des Danelag nicht nur wuchs, sondern auch wohlhabender wurde. In manche dieser Skulpturen wurden sowohl heidnische als auch christliche Symbole eingraviert. Dieses Kreuz stellt beispielsweise sowohl Jesus am Kreuz dar, als auch filigrane heidnische Muster. Das könnte bedeuten, dass sich die christlichen und heidnischen Glaubensvorstellungen in der anglo-skandinavischen Gesellschaft immer mehr miteinander vermischt haben. Das Frachtschiff Knorr. Als seefahrendes Volk kannten die mittelalterlichen Skandinavier zwar viele Schiffsarten, doch wurde wohl keines so viel genutzt wie das Frachtschiff Knorr, ein hochseetaugliches Handelsschiff. Wie auf diesem Bild zu sehen ist, war der Rumpf des Hochseehandelsschiffs der größte, breiteste und tiefste aller nordischen Schiffe. Somit konnte es mehr Gewicht als seine Geschwister tragen, nämlich bis zu 24 Tonnen. Fracht. Deshalb wurde das Schiff oft für kommerzielle Zwecke wie Transport oder Handel eingesetzt. Es war anpassungsfähig und konnte sowohl über die Weiten der Meere als auch über flache Flüsse im Landesinneren fahren. Man brachte damit skandinavische Siedler und ihr Vieh sowohl in nahegelegene Gebiete wie das angelsächsische Britannien als auch zu ferneren Zielen wie Island oder Grönland. Als Handelsschiff brauchte die Knorr nicht so wendig wie ein Kriegsschiff zu sein, dadurch waren weniger Besatzungsmitglieder und weniger Ruder notwendig, um sie den Kurs wechseln zu lassen. Praktischerweise blieb somit mehr Platz für Fracht und Waren. Der Küstensegler. Das war ein leichtes, praktisches Schiff der Nordleute, das für den Frachttransport gedacht war. Er war leicht in der Handhabung und wog so wenig, dass er an Land gezogen oder sogar auf einigen Schulterpaaren von einem Strom zum nächsten getragen werden konnte. Obwohl der Küstensegler manchmal als kleiner Bruder des großen Frachtschiffs Knörr angesehen wird, waren die beiden in Aussehenkapazität und Funktion unterschiedlich. Wie auf diesem Bild zu sehen, war der Küstensegler rundlicher und hatte einen höheren Freibord als das Frachtschiff. Er war außerdem wesentlich leichter, so leicht, dass er nie mehr als 4,5 Tonnen transportieren konnte. Bei zu hoher Last wäre er vielleicht gesunken oder gekentert. Der Küstensegler war für das Vorankommen auf Flüssen wesentlich stärker von Ruderern abhängig, als es bei den größeren Schiffen der Fall war. Somit war eine größere Besatzung von etwa 10 bis 15 Seeleuten notwendig. Dieses leichte Schiff wurde meist benutzt, um Fracht in andere Ortschaften entlang der skandinavischen Küste zu bringen. Dennoch konnte es auch große Distanzen in Übersee überwinden und Warenhändler und Seeleute aus Skandinavien in entlegenere Gebiete bringen. Das
Sie auch pflegt, es zu nennen, mit Respekt. Das Kreuz und der Hammer. In der Region des Danelag wurden viele Steindenkmäler gefunden. In manche sind sowohl christliche als auch heidnische Symbole eingraviert, was darauf hindeutet, dass viele Anglo-Skandinavier an ihrem ursprünglichen Glauben festhielten, nachdem sie Christen geworden waren. Die langsame Verschmelzung von christlichem und heidnischem Glauben lässt sich anhand dieser zwei Artefakte darstellen. Dieser Anhänger mit Thors Hammer wurde mit einem christlichen Kreuz verziert. Die Person, die dies getragen hat, durfte sowohl den ursprünglich nordischen als auch den christlichen Glauben praktiziert haben. Diese Gussform enthält sowohl Formen für christliche Kreuze als auch für den Hammer des nordischen Gottes Thor. Hiermit konnten Anhänger für Christen, Heiden und alle Zwischenformen angefertigt werden.